Bühne frei für Elena Hammerschmidt. So, meine Damen und Herren, wir haben in Kürze Halloween. Ich habe mir dann natürlich meine Gedanken dazu gemacht und ich fühle mich verpflichtet, sie da ein bisschen drauf vorzubereiten. Deswegen habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, bis ich schließlich zu einem Ergebnis gekommen bin und mir dachte, ja, da scheißen sich die Franken in die Hosen. Und aus dem Grund habe ich jetzt einen Text dabei, und zwar auf Bayerisch. Franken ist schon nur Bayern, oder? Ja. Gut. So. Bayern ist schön. Bayern hat schöne Flüsse und schöne Frauen. Bayern hat auch Männer. Keine schönen zwar, aber immerhin Männer. Das ist nämlich nicht immer selbstverständlich. Ich habe zum Beispiel bis zu meinem 18. Lebensjahr gar nicht gewusst, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium. Richtig, ich bin 18 Jahre alt. Dass es so etwas wie Männer gibt, habe ich vorgestern in der Bravo gelesen. Ich habe auch vorgestern erst erfahren, dass es überhaupt so etwas wie eine Bravo gibt. Wir brauchen so etwas in Bayern nicht. Und wenn ich Bayern sage, dann rede ich vom Land, da, wo ich herkomme. München gehört nicht zu Bayern. Das habe ich schon gewusst, bevor ich gewusst habe, dass man in der Metzgerei immer ein gratis Radl Hirnwurst bekommt, wenn man die Verkäuferin recht freundlich anlacht. Aber zurück zu der Bravo. So etwas wie einen Dr. Sommer, der einem alle seine intimen Fragen beantwortet, gibt es bei uns nicht. Bei uns heißt das Oma. Aber wenn ich mir das so überlege, wäre das bestimmt eine Mordsgaudi, wenn man mal eine bayerische Version vom Dr. Sommer mit der Oma herausbringen darf. Das würde dann ungefähr so aussehen. Lena, 14, fragt. Meine Beine sind so dick und schwabbelig. Sie passen überhaupt nicht zu meinem restlichen Körper. Und immer wenn ich weniger esse, nehme ich nur am Bauch ab. Was kann ich dagegen tun? Du musst mehr essen, Dirndl! Wir haben alle die gleiche Oma. Schahi, du bist da schon ganz abgemagert. Ich finde das auch nicht schön, wenn dein Bauch nicht zu deinen Haxen passt. Das darfst du mir glauben. Dir fällt ja der Speck an der Hüften. Da ist den Schweinsbraten mit den drei Gnädeln und als Nachspeis gibt es eine Schinken-Salami-Pizza. Ich hab da extra noch einen schönen Leberkäse aufgeschnitten. Da war viel zu wenig Wurst um. Oder es würde so aussehen. Maria, 13, fragt. Ich habe seit 5 Wochen einen Freund, den ich über alles liebe. Meine Mama weiß aber noch nichts von ihm, weil ich nicht weiß, wie ich es ihr sagen soll. Bis jetzt müssen wir uns immer draußen hinterm Stodel in der Kälte treffen. Was soll ich bloß tun? Bei den Temperaturen trefft sie euch draußen in der Kälte. Ja, sag einmal, spinnst denn du? Du holst dir doch eine Blasenentzündung. Dirndl hat dir der Mama etwa 2 Nächte keine lange feinere bunter Pumpel und eine dicke Strumpfhosen geschenkt. Wirst du sehen, wenn du krank wirst. Und dass du heimlich hinterm Stodel schmust, das verzeih die kleine Mama. Ich war zwar mit 16 schon das zweite Mal schwanger, aber sowas Unzüchtiges hätte ich freier nie, du. Auch ein typisches Beispiel wäre das hier. Xaver, 38. Das war doch gar nicht die Pointe, Mensch. Xaver, 38, möchte wissen. Ich bin der Xaver und da bin ich daheim. Halt, leider bin ich nur ledig. Meine Freunde sagen zu mir, das liegt daran, dass ich so gut wie nie rede. Was kann ich dagegen tun? Ach ja, dazu fällt mir noch etwas anderes ein. Jungfrau ist bei uns kein Sternzeichen, sondern bei vielen eine Lebenseinstellung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Erna bis jetzt noch nicht so richtig überzeugen konnte, wie schön es in unserem Bayernland eigentlich ist. Vielleicht gelingt mir das mit der folgenden Statistik. Wir in Bayern kennen keine Vergewaltigung. Wir nennen das alkoholfreies Radler. 2. Bei uns in Bayern gibt es auch keine Drogen.
Wenn man in Bayern high werden möchte, schaut man sich einfach den Musikantenstadl an. Denn der ist leider immer noch legal. Wir Bayern bleiben auch fast immer von Naturkatastrophen verschont. Die letzte große Naturkatastrophe hat sich ereignet, als Hansi Hinterseher im Frühjahr 2016 auf Tour gegangen ist. Leider gibt es bei diesen tragischen Ereignissen immer sehr viele Opfer. Aber Mut zum Optimismus, sage ich da. Der Hansi ist mittlerweile schon Anfang 60 und wenn wir noch ein bisschen durchhalten, dauert es vielleicht nicht mehr lange. Kommen wir noch zu einem anderen Thema. Musik. Viele Menschen wissen gar nicht, dass unser schöner bayerischer Dialekt der Ursprung der modernen Rap-Szene ist. Deswegen sagen auch alle Rapper immer Yo. Das kommt nämlich vom bayerischen Wort Yo. Meine Oma war beispielsweise schon Rapperin, bevor Dicht und Ergreifend oder der berühmte Rapper 50 Pfennig, auch als 50 Cent bekannt, überhaupt das erste Mal das Maul aufgemacht haben. Glaubt's mir nicht? Obacht! Ich zitiere. Dendl, da, 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 und da, 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 und da, 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 wenn der Docher die Donne, die depperten Däpfen mit den damischen Blärmeln, die da total drucken, der Hitriker Datten und die Eschers Breisel anfangen, nicht jeden dritten Tag gießen, da, 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 da. Um meine These weiter zu belegen, möchte ich Ihnen zum Abschluss als besonderes Schmankerl noch das original bayerische Volkslied vortragen, das den Ursprung aller modernen Gangster-Rap-Lieder darstellt. Heute gängige Rap-Begriffe wie Fick dich oder Du Hurensohn entstammen ursprünglich diesem Werk und wurden lediglich ins Hochdeutsche übersetzt. Die Originalversion trägt den Titel Gescheißen, du Hundskrippel, Fick dich, du Hurensohn und geht so. Geh her, du alte Bochratz, hab die lang schon nimmer gesehen. Bist du allweil schon so ein Gewandbedau und Blätterpresser gewesen? Du Blunzen, meinst du bist der Größte, kennst den Hirs und auch die Liese. Weißt, wer meine besten Freunde sind? Ha! Der Bölle, Max und Biese. Du, dein alte Duschen hast bloß geheiert, weil der Zeit schon davon rennt. Du hast Maschinen am Hof daheim, ich hab Maschinen auf der Hand. So ein Lätschen, da hat dein Weiber zu uns gewandt, ist hier viel zu eng. So ein Klosterbritschenbrackel hab ich mir Letter noch nicht gesehen. Ihr Zinken ist so groß, das ist zum Hinterschub verbrunzen. Und beim Schnupfen mit dem Mana schnupft dein Schub verbrunzen unten. Als Kind hast du Schaufel an die Hand gehabt, alle anderen Kinder Batscher. Jetzt hast du Schaufeln in der Schupfer und bist der besoffener Zipfelklatscher. Kreuzholerstein am Birnbaum, was ich da mache, das nennt man Rap. Das ist die urbayerischste Kunstform. Und kurz für, red nicht so her, red nicht so Blätter her, du Depp, vergelt's Gott.